Hallo, ich heiße Angelina, ich bereite heute Onigiri zu. Das ist ein traditioneller japanischer Snack. Für diese Speise sind notwendig runden Reis 300 Gramm, Wasser 320 Gramm, Reisessig 30 Milliliter, Thunfisch 180 Gramm, Nori Algen, Salz und Zucker. Reis in ein feines Sieb geben und unter fließendem Wasser abspülen, bis das durchlaufende Wasser klar ist. Ich wasche Reis dreimal. Reis gut abtropfen lassen, in einen Topf geben, knapp mit Wasser bedecken und abgedeckt zum Kochen bringen. Sobald das Wasser kocht, Hitze auf kleinste Stufe reduzieren und für 16 Minuten leise kochen lassen. In der Zwischenzeit Essig, Zucker und Salz miteinander verrühren, bis der Zucker sich auflöst. Den fertigen Reis vom Herd nehmen und ein Handtuch zwischen Topf und Deckel klemmen und 50 Minuten stecken lassen. Anschließend den Reis in eine Schüssel füllen und die Essigmischung nach und nach mit einem Spatel unterarbeiten. Reis mit einem Köchentuch bedecken und abkühlen lassen. Für die Füllung nehmen wir den Thunfisch aus der Konservendose. Wir zerkleinern in einen Gabel. Sie auch meine Hände. Guten Appetit!